Damit wieder recht herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal zu einer weiteren Folge The Last of Us Part 2. In der letzten Folge sind wir hier gelandet, haben ein bisschen geloadet und wir werden uns jetzt hier auf den Weg machen und werden mal beide gucken, wo es uns hintreibt. Wir sind ja mal auf dem Weg zum, wo ist es? Zum Aquarium, beziehungsweise zum Reason Rad. Ja, ja, Jesse ist schon da. Hey, sollen wir zur Brücke gehen, um uns umzusehen? Ja, gute Idee. Ah, warum nicht? Heute ist Sonntag. Morgen kommt die Folge raus. Heute ist wieder super warm. Ich hoffe, ihr trinkt auch eine Menge. Ja? Stay hydrated. Ich habe das Aquarium gewählt, weil man so verdammt schwer dorthin kommt. Vielleicht. Und ja, es ist scheibenkleister warm auf jeden Fall. Zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wie ihr das Ganze mal für euch macht, beziehungsweise wie ihr euch da abkühlt oder wie ihr die Wohnung kühl haltet. Selbst tun wir da ein bisschen schwer. Und wo geht's jetzt weiter? Also wir sollten ja nach oben auf die Brücke, aber wie komme ich da hin? Ah lol, okay, hier muss ich lang. Jetzt haben wir den Weg gefunden. Ja, ja, ja. Okay, verstanden. So. Also, wir gehen hier lang. Dann kommen wir endlich zur Brücke. Und dann können wir uns mal einen Überblick verschaffen, wo wir eigentlich hin müssen. Okay. Aquarium hieß beim Riesenrad. Also eigentlich da hinten. Richtig? Scheiße. Zur Hölle kommen wir da rüber. Vielleicht über die Straße. Da fahren noch Autos. Das ist ein Konvoi. Weiter Weg. Oder damit. Ja. Schon besser. Na los. Hier lang. Okay, also wir müssen uns jetzt dieses Boot stiepitzen. Aber mal gucken, ob wir das überhaupt so reibungslos hinbekommen. Aber wir haben ja Jesse an unserer Seite. Also wie gesagt, mit dem NPC, glaube ich, geht es viel, viel einfacher. Wir mucksen die Typen ab und stehlen ihr Boot. Wir holen uns auf jeden Fall ihr Boot. Ob es zum Kampf kommt, liegt an ihnen. Ob es zum Kampf kommt, liegt an ihnen. Als ob die freiwillig so das Boot rausrücken. Ja klar, nehmt euch, hier, kommt. Bedient euch, nehmt das Boot. Wo ist denn Jesse? Warum hilft er denn nicht? Geht doch. Jetzt wollen wir erst meckern. Mann. Hab's. Na los. Okay. Jela, komm. Müssen wir wieder eine Runde tauchen? Okay, hinter Jesse her. Hallo, Jesse. Wo bist du? Okay, also da sind Gegner. Shit. Ihr vier, bringt die Landebrücke zum Yachthafen. Der Rest von euch bleibt hier und wartet auf Befehle. Was zur Hölle? Wir sollen hier warten, während unsere Leute abgeknallt werden? Wir haben Befehle. Wir haben mehr als genug Leute. Einen Scharfschützen. Okay. Ist schon mal gut, dass sie wissen, beziehungsweise dass sie einfach so erzählen, wo ihre Scharfschützen sind. Also einen Scharfschützen haben wir. Den müssen wir als erstes ausschalten. Aber wo ist der Scharfschütze? Und wo komme ich denn hier hoch? Wie kann ich die denn auseinandernehmen? Ich sehe nichts. Er ist einfach nur dunkel. Ah. Ja, Jesse, kriegst du das hin? Schaffst du das? Schaffst du das? Ja, komm, hopp ihn hier. Komm mal hin. So, jetzt sind wir dran. Sportunterricht, Seil. Oh, ja, ja, ja. Wer kennt's nicht? So, sind wir jetzt hier schon den. Ah, da ist das Boot. Verdammte Scheiße.
Hierdurch kommen wir zum Yachthafen. Nein, wir nehmen das Boot. Du hast sie doch gehört, sie reden über Tommy. Das wissen wir nicht. Wer soll es sonst sein? Wenn er es ist, dann kommen wir ohnehin zu spät. Er ist unterwegs zu Abby, also müssen wir einfach... Wenn er in Gefahr ist? Er kann schon auf sich aufpassen. Scheiße, nochmal. Wenn wir Tommy helfen wollen, dann müssen wir Abby folgen. Wenn du das machst, rette ich dich nicht nochmal. Ich hoffe echt, du schaffst es. Okay, das heißt, wir sind jetzt alleine, was mir persönlich nicht gefällt. Oh oh, das war nicht gut, das war nicht so clever. So, da sind wir wieder. Leider mussten wir einen kurzen Break machen, da die PlayStation ziemlich heiß geworden ist. Wie gesagt, ich nehme heute auf den Sonntag auf, also sprich morgen kommt die Folge. Und ihr wisst ja alle, wie geil das gerade aktuell mit dem Wetter so ist. Und die PS Pro wird sehr, sehr heiß. So, ich habe mir jetzt auch mal einfach gegönnt, wie ihr es jetzt gerade schon gesehen habt, die Zielhilfe anzumachen. Da ich ein Noob bin und mit dem Controller nicht so gut zielen kann, ist mir das jetzt scheißegal und ich hier nicht 27.000 Mal sterben will, habe ich mir jetzt, oder erlaube ich mir jetzt einfach mal die Zielhilfe mit anzumachen. Alles klar. Und daher versuchen wir jetzt mal hier so durchzukommen. So, ne? Wenn wir durchkommen wollen. Um sie herum! Okay. Los, die Munition ist leer! Sie herum! Als ob das meine einzige Munition wäre, die ich hätte, Fräulein. Ja, ein bisschen mehr als nur ein paar Schuss. So. Haben wir das auch mal geklärt. Ich glaube, bei der Zielhilfe habe ich ein bisschen mehr Luck. Wie konnte sie entkommen? Hier drin! Aufs Fressbrett. Ich nehme euch alle auseinander. Ist mir scheißegal, Freunde. So, schauen wir mal. Hier geht es auf jeden Fall weiter nach oben. Heißt für mich, hier könnte es sein, dass es hier gleich zum Scharfschützen geht. Wir jetzt gleich sehen. Da hinten ist wer, der auf mich wartet. Genau so. Genau so und nicht anders. Ja, wie gesagt, also ich erlaube mir jetzt einfach die Zielhilfe anzumachen. Ich weiß, das ist quasi noobig. Aufs Maul, Alter. Aufs Fressbrett kriegst du jetzt. Ganz schön eingesteckt. Warte mal, ich muss mir mal ganz kurz Medizin herstellen. Beziehungsweise erstmal gönnen, dann herstellen. Und dann muss ich den da kaputt machen. Komm mal hier rum. Verschwunden! Aufs Fressbrett, ich sag's dir mal wieder. So, wo sind jetzt die anderen? Hallo, hallo, hallo. Also eigentlich müssen wir ja nur runter zum Boot. Was wir uns gerade noch angeschaut haben. Okay. Ich hab sie! Oh, fuck! Ah!
abgestochen wirst, mein Freundchen. So wie das sein muss. Ich habe eine Kugel. Eine fucking Kugel. So, damit ist dein Arm weg. So, hast du was liegen lassen? Was? Ja, beruhig dich. Es war okay. Es war okay. Achso, ja, was mir jetzt gerade noch einfällt ist, weil ich das gerade merke. Hinter mir läuft gerade meine Klimaanlage. Es könnte sein, also, dass ihr ein leichtes Rauschen dauerhaft hört. Und das werden wir jetzt aber auch gleich mal abschalten. Einen Moment. So. Okay. Ja. Man muss ja hier gucken, dass die Technik halbwegs kühl bleibt. So, Klimaanlage ist aus. Und haben wir jetzt alle ausgeschaltet? Also, wäre jetzt einfach nur mal so eine Info für mich, weil dann könnte ich jetzt hier straight looten. Einfach um zu gucken, ob ich hier noch irgendwie geilen Stuff finde, wie sowas hier zum Beispiel. Munition ist zum Beispiel auch super wichtig. Apropos Munition. Wir stellen uns jetzt erstmal noch ein Medikit her. Und gleich noch ein zweites. Weil wir es können. Und weil wir es brauchen. Ja, dann würde ich sagen, looten wir jetzt hier mal ganz kurz durch, bevor wir runter zum Boot gehen. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es runter geht zum Boot. Gut, dann sind wir jetzt hier eingekommen und haben alles weggeloadet, was zu looten ging. Und jetzt fahren wir mal mit dem Bötchen ein paar Ründchen. Bitte, bitte. Nice. Allein. Okay, jetzt kann ich hier einfach so fahren, ja. Nee, 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 nee. Nice. Okay, jetzt geht's hier ein bisschen Wildwasser-Rafting. Ja, ruhig, ruhig, ruhig. Da sehen wir uns. Da sehen wir uns. Ja, easy, easy, easy. Bisschen hektisch, ein bisschen zu viel links, rechts. Kennt man? Da ist das Riesenrad. Okay, also wir müssen in die Richtung. Dann fahren wir doch mal in die Richtung. Weil da... Oh ja, oh ja. Oh oh. Okay, hier haben wir ein bisschen Action. Ist dein Ernst gewesen, war, dass du jetzt hier versuchst, mich hier abzuschießen? Freundchen. So. Ich muss wahrscheinlich hier irgendwo hoch. Da ist das Riesenrad. Okay. Freunde. Ihr wollt's nicht so anders? Ihr wollt's nicht so anders, ist auch geil. Ich kletter jetzt mal hier hoch und guck mal, was wir hier so mit euch veranstalten können. So, was können wir hier noch so Feines machen? Hier gibt's noch einen Brief. Und hier bin ich Fool. Aber auch nur, weil ich nicht nachgeladen habe. So,
Wo ist der andere? Da ist der andere. Nice. That was very nice. Also hier unten sehe ich noch einen. Und haben wir denn sonst noch welche? Okay. So, jetzt ist die große Frage, waren das jetzt alle oder waren das jetzt alle? Ich würde sagen, das waren jetzt alle. Gut, dann rennen wir mal wieder runter zu unserem Boot. Wir fahren jetzt durchs Häusle. Na, hier geht's jetzt weiter. Genau. Richtig. Hier sehe ich nichts. Das ist geil. Und hier komme ich ja wieder raus, oder was? Ist das richtig hier? Es scheint erstmal richtig zu sein. Was? Ja. Okay. Also. Alter, ist das laut! Junge! Ja, da würde ich ja mal sagen, wir gucken hier in der nächsten Folge mal weiter, wie wir hier wieder durchkommen. Wie wir das Tor hier geöffnet bekommen. Und ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet immer wieder ein bisschen Spaß gehabt in der heutigen Folge. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich erstmal reingehauen.